Hallo, mein Name ist Janet Brandstetter und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit dem BIM Booster Pläne duplizieren kann. Revit selber kann keine Pläne duplizieren, also rein mit Revit Bordmitteln. Wenn wir hier einen Plan brauchen, welcher gleich oder fast gleich aufgebaut ist wie der, den wir schon haben, muss man das alles von Hand machen. Also sprich, ich muss jede Ansicht einzeln duplizieren, muss die dann hinterher auf einen Plan, den ich neu erstelle, von Hand draufziehen, positionieren, und beschriften. Und diese Arbeitsschritte, auch wenn sie nicht schwierig sind, sind je nach Anzahl der Pläne, die ich eben mehrfach brauche, eben auch sehr zeitintensiv. Also ich möchte mir mit dem, was ich jetzt mache, einfach Zeit sparen, indem ich die einzelnen Schritte automatisiere. Und dazu verwende ich die Funktion Plan duplizieren aus dem BIM Booster. Gehe dafür in das Register MUM. Da gibt es relativ weit rechts in dem Bereich Verwalten die Funktion Plan duplizieren. Also hier gibt es in dem Bereich Verwalten drei Funktionen untereinander und die unterste davon ist Plan duplizieren. Ich bin schon in dem Plan drin, den ich duplizieren möchte und damit jetzt von diesem Plan eine Kopie erstellt wird, klicke ich einmal auf die Funktion. Dann fängt der BIM Booster an zu rechnen und erstellt mir hier eine Kopie von dem Plan. Wenn ich da reinklicke, dann habe ich hier exakt den gleichen Plan, kann den jetzt auch umbenennen, weil der soll ja dann auch anders heißen, ist ja dann auch ein anderer Plan. Und ich kann jetzt direkt anfangen, die einzelnen Ansichten, die da drauf sind, die übrigens ebenfalls mit diesem einen Schritt, den ich gerade gemacht habe, mit kopiert wurden. Also ich habe letztendlich nur einen einzigen Klick angewendet und mit diesem Klick habe ich einen Plan erstellt, auf dem die ganzen Ansichten ebenfalls schon mit drauf sind, die ich brauche und sogar schon kopiert wurden, weil es ist ja so in Revit, dass ich jede Ansicht nur einmal auf einen Plan ziehen kann. Aber die Kopien dafür wurden automatisch erstellt, das heißt, da spare ich mir den Schritt auch schon, kann also direkt anfangen mit diesen Ansichten zu arbeiten, kann reinklicken, kann das anpassen, was ich hier gerne anders hätte, den Maßstab oder den Detaillierungsgrad, die Bemaßung, Beschriftung, was auch immer ich da gerne anders hätte, kann das Ganze auch umbenennen und spare mir eben wirklich den Schritt, das Ganze einzeln zu machen, die Ansichten einzeln zu erstellen und einzeln auf den Plan zu ziehen, beziehungsweise vorher noch einen Plan zu erstellen, dann die ganzen Ansichten auf den Plan zu ziehen, dort auszurichten und noch zu beschriften. Und wir haben auch Kunden, die diese Funktion wirklich aus eigener Aussage unheimlich oft verwenden, weil sie sich damit einfach viel Zeit sparen können. Genau, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren von der Funktion, beim Anwenden und verabschiede mich hiermit.